Hallo meine lieben Garnkünstlerinnen und Garnkünstler, willkommen zurück in der Hobby-Ecke. Ich bin Sarah van Draht und komme zu euch wie immer aus dem schönen Teutoburger Wald. Wenn ihr wissen möchtet, was ich in den letzten Wochen so gestrickt, genäht, gekauft, verkauft und gelesen habe, dann bleibt doch ganz einfach dran. Gleich geht's los. Hurra, endlich gibt's wieder mal einen Podcast von Sarah van Draht. Der letzte ist wie immer schon wieder eine halbe Ewigkeit her. Ich habe das Gefühl, dass ich das jedes Mal sage. Aber das hat natürlich dieses Jahr auch einen ganz besonderen Grund, den ich euch vielleicht später noch im Video erzählen werde. Ansonsten habe ich ein Kessel Buntes für euch vorbereitet. Ich werde natürlich über meine Stricksachen sprechen. Ich habe ein paar ganz tolle Bücher für den Sommerurlaub. Vielleicht ist da ja das ein oder andere für euch dabei. Ich erzähle euch so ein bisschen von meinem Osterurlaub, der ja auch schon wieder Ewigkeiten her ist. Und ich war bei dem allerersten Wollfest Kilgeholt in Duisburg. Und da berichte ich euch auch ganz kurz drüber. Und last but not least habe ich natürlich mein kleines Label gegründet und ja, veröffentlicht. Art van Draht ging ja Anfang Mai an den Start und ja, ihr habt dafür gesorgt, dass es ein fulminanter, grandioser Start geworden ist. Ihr seht also, es ist jede Menge Gesprächsstoff zusammengekommen und ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht mit was Leckerem zu trinken oder ein Stück Kuchen vielleicht. Ich hoffe, ihr habt euer Handarbeitszeug dabei, habt es schön gemütlich, denn jetzt geht es los mit dem ersten und einzigen fertigen Objekt. Und es handelt sich natürlich um nichts Geringeres als um meinen wunderschönen Luna-Sweater, den ihr ja gerade schon kurz gesehen habt. Er ist einfach ein Träumchen geworden. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Und ich habe ihn schon so oft angehabt, dass ich ihn schon zweimal waschen musste. Das ist er geworden. Und dieses Träumchen ist natürlich auch mit in meinen Frühlingsurlaub gekommen. Thank you.
Ja, wie ihr schon gesehen habt, ist es wirklich ein ganz flatter, feiner Pullover geworden. Hier vorne sieht man diese wunderschönen Muster, so ein bisschen Lace-Muster hier ist hier mit drinne. Dann dieses schöne Fischgrätenmuster, Hagebuttenmuster und so weiter und so fort. Ihr seht auch, dass die Arme so ein bisschen überschnitten sind und dass die Ärmel erst ziemlich weit unten am Oberarm beginnen. Ich finde, das gibt einen unheimlichen Tragekomfort. Na klar, wenn man die Arme hochhebt, dann bewegt sich der ganze Pullover mit und man muss ja so ein bisschen aufpassen, wenn man nicht unbedingt seinen Bauchnabel zeigen möchte. Auch das habe ich schon an Erfahrung gemacht. Ansonsten ist dieser Pullover wirklich der Knaller und ich weiß schon ganz genau, dass ich mir auch diese Wintervariante machen werde, weil ich diese Muster, diese Strukturmuster einfach so wunderschön finde und ich finde, die passen auch ganz gut zu meinem Typ. Ich weiß wirklich nicht, was ich sonst noch so sagen soll. Designt wurde dieses wunderschöne Modell von Dagmar. Ja, für die Mercerie in München hat sie diesen Pullover designt und mit diesem Luna-Sweater ist ihr wirklich was ganz, ganz Tolles gelungen. Ich finde auch die Garnauswahl knallermäßig. Ich habe schon ganz oft auch zu Dagmar gesagt, du, ohne deine Designs wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, mit diesen Garnen zu stricken, die du ausgewählt hast, weil ich eigentlich gar nicht, ich wüsste einfach gar nicht, was ich damit werkeln sollte. Ich habe mit Woolfolk Straw gestrickt. Das ist eine Garnmischung aus 50% Merino und 50% Leinen. Es ist jetzt nicht super butterweich wie so ein richtig schönes Merino-Garn. Es ist aber jetzt auch nicht, wer weiß, wie strohig. Es ist wirklich so eine ganz tolle Mischung und vereint natürlich die Eigenschaften von der Merino-Wolle und dem Leinen. Also einerseits wärmt es, andererseits reguliert es aber auch wirklich gut die Körpertemperatur, wenn es mal ein bisschen wärmer wird. Und im Holland-Urlaub habe ich das Teil wirklich nonstop angehabt. Das war wirklich perfekt. Es ist fluffig, weich und es macht einfach Spaß, es zu tragen. Und Hendrik hat wirklich ganz oft gesagt, boah, der Pullover, der steht dir aber richtig gut. Ja, ich bin mehr als happy. Ihr seht, wie begeistert ich bin. Das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung. Ich bin nicht gesponsert von der Mercerie, dass ich jetzt so über diesen Pullover schwärme. Ich bin einfach wirklich sehr überzeugt von dem Design, von der Garnauswahl, vom Tragekomfort. Ich habe die Ärmel auch einen ganz kleinen Ticken länger gestrickt, weil ich das ein bisschen lieber mag, wenn die Ärmel etwas überschnitten sind. Ansonsten kann ich nicht wirklich viel dazu sagen, außer dass ich das Teil wirklich sehr, sehr oft tragen werde und unbedingt auch noch eine Wintervariante möchte. Ja, und damit sind wir auch schon durch mit den fertigen Strickobjekten, wie ich ja schon eingangs gesagt habe. Auf dem Weg nach Holland, wo ich natürlich den Luna-Sweater schon anhatte, habe ich natürlich auch schon ein neues Projekt angenadelt. Und wie ihr es dem Titel des Videos wahrscheinlich schon entnehmen konntet, habe ich einen Ankerscardigan angeschlagen. Ich habe ja in meiner Strickkarriere schon sehr viele Ankersprojekte gestrickt. Für Babys, für Großmütter, für Mütter, für Schwiegermütter. Also alle Bank durch, die haben von mir schon mal ein Ankersprojekt bekommen. Ein fertiges Objekt natürlich. Und jetzt dachte ich mir, jetzt bin ich endlich mal an der Reihe und schlag mal mein Ankersprojekt an. Und ich habe natürlich nicht nur eins angeschlagen, sondern drei Ankersprojekte. Mehr dazu gleich. Jetzt geht's erstmal los mit dem Ankerscardigan von Petite Knit natürlich. Und ihr könnt schon sehen,
dass ich farbtechnisch dieses Mal so ein bisschen unkonventioneller war. Ich habe ja die ersten Projekte alle immer einfarbig gestrickt. Aber ich wollte irgendwas Buntes, Frisches haben im April. Mir war irgendwie nicht mehr so nach Grau und Dunkel, sondern Farbe musste her. Und dann habe ich mich eben für diese beiden Varianten hier entschieden. Das sind handgefärbte Merino-Garne in einem Sportgewicht von Garn Stories. Und zwar Talisman und Lazy Moments. Und die könnt ihr schon sehen, stricke ich jetzt im Streifenmuster. Ich habe allerdings von diesem ganz bunten Garn nicht mehr so viel da. Das ist, glaube ich, das Talisman. Deswegen werde ich das jetzt mit den Ärmeln so weit runterstricken in dem Streifenmuster, wie ich eben noch genug Garn übrig habe. Und den Rest werde ich dann einfach in Lazy Moments einfarbig zu Ende stricken. Am Körper sowie an den Ärmeln. Ich finde, die Farbkombi ist wirklich schön geworden. Ich war mir erst nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich gut zusammenpasst. Aber je weiter ich gestrickt habe, desto besser hat es mir gefallen. Und das erinnert mich so ein ganz bisschen an Fensterglas, das so in so einen schönen Holzrahmen eingebettet ist. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich empfinde das so, wenn ich den Pullover sehe oder den Cardigan vielmehr. Und eigentlich hatte ich ja geplant, den an einem ganz besonderen Tag anzuziehen, denn Hendrik und ich heiraten ja nun endlich Ende Juni. Und da ich mich für ein nicht ganz so konventionelles Brautkleid entschieden habe, würde dieser Pullover oder dieser Cardigan wirklich abends ganz wunderbar dazu passen. Mal sehen, ob ich es bis dahin noch fertig bekomme. Es sind ja noch 4 Wochen. Also, wenn ich mich ranhalte, könnte ich es natürlich schaffen, wenn ich nichts anderes mehr stricke. Aber ihr wisst ja auch, dass bei mir die Projekte miteinander stark in Konkurrenz stehen. Vielleicht noch kurz zur Größe. Ich habe jetzt die zweitkleinste Größe angeschlagen und habe, wie gesagt, 100 Gramm von dem Talisman und 200 Gramm von den Lazy Moments. Ich denke, dass ich damit auch ganz gut hinkommen werde. Ich habe mir überlegt, dass ich den Körper höchstwahrscheinlich auch etwas kürzer stricken werde und das Körperbündchen auch etwas höher, damit es ja nicht so Richtung Bolero, aber mehr so wie so, wie so ein Jäckchen von Andrea Mowry, wie hieß das noch gleich? Little Yellow Sweater. Also das ist ja auch eine Cropped-Länge und in dieser Art und Weise würde ich dann diesen Ankers-Cardigan gerne stricken. Das ist also der Fortschritt zum Ankers-Projekt Nummer 1. Mein Ankers-Projekt Nummer 2 ist noch nicht ganz so fortgeschritten, aber ich kann euch schon mal einen ersten Zwischenstand zeigen. Und zwar habe ich mich für das Ankers Tee entschieden von Petite Knit. Und ihr könnt schon sehen, dass ich mich hier auch für einen kleinen Twist entschieden habe. Ich habe hier oben nämlich einen Leinen-Seide-Mix und hier unten habe ich mich für einen Seiden-Mohair entschieden. Und wenn ihr die Ankers-Projekte vor Augen habt, dann wisst ihr vielleicht, dass das Ganze von oben nach unten gestrickt wird und dass diese Segmente sich jeweils abwechseln. Also es gibt 5 von diesen Rippensegmenten in den kleineren Größen und ich glaube 6 Segmente in den größeren Größen. Und ich habe mich jetzt entschieden, 2 dieser Segmente mit diesem Seidenmohair zu stricken. Das lockert das Ganze irgendwie nochmal deutlich auf und ich finde, das gibt dem Ganzen einen wirklich sehr, sehr edlen Touch. Und das erste Ergebnis gefällt mir schon sehr gut. Also der Kontrast kommt wirklich gut raus. Die Haut schimmert so ein bisschen durch unter dem Mohair, aber das ist ja auch Absicht. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt gerade schon im dritten Segment angekommen und ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht und ich freue mich sehr über das bisherige Ergebnis. Bei der Garnauswahl bin ich diesmal mal wieder etwas mutig gewesen und habe mir eine sehr sommerliche Variante zusammengestellt. Und zwar habe ich mir ein Garn ausgesucht, das zu 70% aus Leinen und zu 30% aus Maulbeerseide besteht. Und zwar ist das Korn von Shibui Knits in der Farbe Pacific, Farbnummer 2218. Das ist ein hammermäßiges Garn, das glitzert und leuchtet in der Sonne. Also es ist wirklich wunderschön. Es sieht sehr, sehr edel aus im Strang, aber auch sehr edel, wenn es verstrickt ist. Das hat eine Lauflänge von 277 Meter auf 50 Gramm bei einer Maschenprobe von 24 Stichen mit einer 3,25 mm Nadel.
Und die Farbe, die ist natürlich der absolute Oberknaller. Und wenn ihr meinen Schmuck seht und mein T-Shirt, dann wisst ihr, dass ich im Blaufieber bin. Beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so beschreiben soll. So blau-grün, türkis. Die Farbe ist einfach der Knaller. Und als ich die im Online-Shop gesehen habe, habe ich gesagt, oh, die muss ich haben. Und dann kam auch relativ bald der Gedanke ins Spiel, dass ich mir den Ankers daraus mache. Ursprünglich wollte ich mir gerne die Esperanza auch von der Mercerie München arbeiten, habe mich dann aber doch spontan umentschieden und werkele jetzt den Ankers aus diesem wunderschönen Shibuya-Netz-Koan und aus dem Shibuya-Netz Silk Mohair. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Silk Cloud, glaube ich. Ich habe hier nur so ein kleines Stück. Also wie gesagt, ich hatte die Absicht, erst den Esperanza zu machen und hatte mir dieses Seidenmohair schon in drei kleine Knäuel gemacht, weil diese kleinen Blüten, die da drauf sind in der Passe, soll man mit drei Fäden von diesem Silk Cloud machen. Und auch das Silk Cloud sieht wunderschön aus. Es ist wirklich butterweich, die Fasern, die sind sehr gleichmäßig eingezwirnt und die Kombination finde ich einfach grandios. Die leuchten beide und glänzen beide um die Wette und das wird man nachher hoffentlich dann auch in dem Ankers-Projekt sehen. Wie gesagt, ein Stück habe ich schon gestrickt und ich bin wirklich schwer begeistert von dieser Variante und freue mich sehr, wenn es fertig ist. Das dauert aber noch ein bisschen, aber das ist schon mal der aktuelle Stand zum Ankers-Projekt Nummer 2. Und dann kommen wir auch schon zum Ankersprojekt Nummer 3, last but not least, aber diesmal in einer ganz, ganz winzig, winzig kleinen Version. Und zwar in Form des Ankersbodies, auch von Petite Knit. Und zwar kommt jetzt bald im Bekannten-Freundeskreis ein neues Menschlein auf die Erde, wenn es nicht vielleicht sogar schon da ist. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Es könnte jeden Tag soweit sein. Und für das kleine Menschlein wollte ich natürlich wieder gerne etwas stricken, denn die zukünftige Mama, die ist auch strickbegeistert und da denke ich mir, dass es ist wirklich wert ist, wenn ich mir die Arbeit von Strickstücken für das kleine Menschlein mache. Hier hinten wird das Teil natürlich noch mit zwei Knöpfen geschlossen, da muss ich dann die Knöpfe noch anbringen und dann die Schlaufen noch dran häkeln. Und hier unten fehlt dann noch der Schritt und die Beinchen müssen noch ausgestrickt werden. Und dann ist das Teil natürlich nach den Ärmeln auch schon fertig. Ja, das Garn, das ich letztendlich benutzt habe für meinen kleinen Ankersbody, ist das Filcolana Avetta Extra Fein Merino. Das ist noch die alte Bindung. Die gibt es jetzt, glaube ich, schon in schöner und heißt jetzt auch etwas anders. Hiervon habe ich tatsächlich zwei bisher im Strick, also mit einer bin ich jetzt durch und ich habe jetzt hier dieses zweite angefangen. Die Farbe ist die 243. Die hat, glaube ich, keinen Namen. Ja, das ist so ein richtig schönes gedecktes Grün. Werdenden Eltern, die mögen auch so lieber eher gedeckte Farben und so nordische Zurückhaltung. Und da dachte ich, das passt perfekt von der Farbe und vom Projekt selbst. Um nachher das Teil im Nacken und zwischen den Beinchen verschließen zu können, habe ich mich jetzt persönlich für ganz schlichte Holzknöpfe entschieden. Das ist also das dritte Ankersprojekt. Bei Ankersprojekten habe ich immer so das Gefühl, als ob ich nach Hause fahre. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Also ich leide ja gelegentlich unter Heimweh und ich freue mich immer sehr, wenn wir dann mal Zeit haben, um nach Hause zu fahren, an die Ostsee, meine Familie zu besuchen. Und dieses wohlig kribbelige Gefühl so hier hinter der Brust habe ich eben auch, wenn ich ein Ankersprojekt stricke. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich die schon so oft gearbeitet habe und dass es einfach so ein entspanntes Nebenbei-Projekt ist. Das ist mir jetzt auch wirklich bei diesen letzten drei Projekten sehr aufgefallen, dass es so ein ähnliches Gefühl auslöst, als wenn ich nach Hause fahre. Und das ist einfach schön und macht Spaß. Und ich finde, man kann halt auch mit dieser Strickanleitung so schön spielen. Ihr habt es ja gerade gesehen. Man kann es zweifarbig machen, man kann mit unterschiedlichen Garnqualitäten arbeiten und hat dann immer doch ein anderes Strickteil, obwohl man immer die gleiche Anleitung hernimmt. Und es macht einfach immer wieder Spaß. Und ich glaube, ich werde den Rest meines Lebens Ankersprojekte machen, weil das einfach wunderbar Spaß macht. Und ich finde auch,
die Anleitungen werden immer besser. Bei meinem ersten Wolffest Kiel geholt, habe ich auch eine sehr nette Zuschauerin getroffen. Ich grüße dich, Bettina. Hallo, ich hoffe, du schaust zu. Und sie hat eben auch berichtet, dass sie die Petit-Knit-Anleitung zum Teil recht kurz findet und dann manchmal gar nicht wusste, was sie machen sollte. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, allerdings bei den älteren Projekten. Ich finde auch die neueren Sachen, die Mette jetzt von Petit Knit rausbringt, die sind deutlich ausführlicher beschrieben, aber haben immer noch den ein oder anderen Fehler. Deswegen lese ich persönlich immer abwechselnd die deutsche Anleitung oder die englische Anleitung oder manchmal einfach nur die englische Anleitung. Es ist mir auch schon aufgefallen, dass zum Teil auch die Maschenanzahlen variieren zwischen den Anleitungen. Das zum Beispiel in der deutschen Version ist mir jetzt zuletzt aufgefallen. Da standen hinter der fünften Sektion alle die gleichen Maschenanzahlen für alle Größen und das kann natürlich nicht hinkommen. Ja, solche Sachen halt, ne? Aber ich finde, die Anleitungen werden von Mal zu Mal besser und natürlich auch größeninklusiver, was natürlich ein sehr großer Bonus ist. Denn ich denke, dass alle Petit-Knit-Modelle wirklich in jeder Größe richtig gut aussehen. Und ich finde aber auch, dass jedes Strickteil in möglichst vielen Größen verfügbar sein soll. Denn jeder soll ja stricken und tragen können, was er möchte. So, so viel dazu. Das sind also meine drei Ankers-Projekte. Ihr wisst ja, ich bin Ankers verrückt, aber das ist ja auch gut so. Und dann machen wir mal mit dem nächsten Babystrick weiter. Damit kommen wir schon zum letzten Projekt, das ich aktuell auf den Nadeln habe. Und das ist auch wieder ein kleiner Babystrick, und zwar die Sorgenfree-Jacke von Indie Blomst. Ihr könnt es schon sehen. Ich bin schon bei den Ärmelchen angekommen. Es ist wieder eine Top-Down-Variante, da wird wieder eine Rundpasse gestrickt. Die Ärmel werden abgeteilt, dann wird das Körperchen weiter gestrickt mit diesem ganz süßen Muster. Also es ist wirklich ganz einfach, nur rechts, links und ein bisschen kraus rechts. Also es ist wirklich super niedlich und auch ganz, ganz schnell verstrickt.
der Ärmel, der strickt sich wirklich wie im Nu. Und ich denke auch, dass ich dieses Jäckchen ganz schnell fertig haben werde. Es ist ein wunderschönes Garn. Und zwar handelt es sich um die Como von La Mana. Es ist also ein wunderschönes Garn. Hat so einen richtig schönen kalten Beige-Ton, aber trotzdem so ein klein wenig meliert. Ich habe die Farbe in der Nummer 03M. Das ist eine 100% Schurwolle und sogar bei 30 Grad in der Waschmaschine waschbar. Also wirklich ganz, ganz toll. Man hat auf 25 Gramm 120 Meter Lauflänge bei einer Maschenprobe von 22 Maschen zu 34 Reihen. Und das ist wirklich ein Träumchen. Also die Farbe ist wirklich der Knaller und erinnert mich natürlich sehr an meinen Luna-Sweater. Das geht nämlich so in die gleiche Richtung. Das Garn ist wunderbar weich, also ganz hervorragend. Und dadurch, dass man es in der Waschmaschine waschen kann, ist es natürlich auch sehr gut geeignet für Babysachen, die ja vielleicht doch das ein oder andere Mal öfter gewaschen werden müssen, zumindest die großen Größen nachher. Ja, und so weit bin ich gekommen. Ich habe mich jetzt für die Größe 9 bis 12 Monate entschieden. Aktuell bin ich jetzt gerade dabei, das vierte Knäuel wegzustricken und ich werde definitiv noch ein fünftes Knäuel brauchen. Habe mir aber 7 bestellt, denn zu dieser Jacke möchte ich noch ein kleines Mützchen machen, das das Baby aber schon früher tragen kann, mit dem gleichen Muster, wie ihr es hier nochmal sehen könnt. Also ein ganz normales Mützchen, das man hier unten so unter der Gusche zusammenknoten kann, beziehungsweise ein Schleifchen reinmacht natürlich. Und ja, das ist wirklich sehr süß. Das habe ich durch Zufall mal bei Instagram gesehen und ich fand dieses Muster einfach so wunderschön, so einfach gehalten, aber trotzdem so effektvoll, dass ich dachte, ja, das muss her. Und ich habe ganz besondere Knöpfe noch dazu. Und zwar habe ich mich für diese Perlmuttknöpfe entschieden. Ich fand die einfach so wunderschön und man könnte natürlich auch zurückhaltende Holzknöpfe nehmen, aber ich wollte es doch ein bisschen spezieller haben und habe mich dann für diese Perlmuttteile entschieden. Ja, das ist also der Sorgenfrei-Cardigan oder Sorgenfree-Jacket von Indie Blooms, der auch ganz, ganz bald fertig ist und dann hoffentlich das kleine Baby schön wärmen wird. Ja, das waren also die Strickprojekte, mit denen ich aktuell am Wickel bin. Und es gibt natürlich auch ja, so den Spruch, nach einem Strickprojekt ist vor einem Strickprojekt. Und Ende Mai fangen jetzt noch 2 ganz, ganz tolle Knit-Alongs auf Instagram an. Und dazu habe ich mal ein Stash-Dive gemacht und habe mir hier diese ganzen Garne rausgesucht für die Knit-Alongs, für die ich leider eigentlich überhaupt keine Zeit habe. Aber ich versuche doch noch irgendwie Zeit frei zu schaufeln, damit ich bei den Knit-Alongs zumindest beim Anfang dabei sein kann. Der erste Knit-Along, den ich wirklich sehr spannend finde und an dem ich so gerne teilnehmen möchte, ist der Quillo-Along von Kirstin von Quickstrick und der Marion von Willow01 oder Willows Gestrick auf YouTube. Und die beiden wollen mit uns zusammen, also für alle, die Bock drauf haben, den Ranunculo-Sweater von Midori Hirose stricken. Das ist ja auch so ein wunderschöner Rundpassen-Pullover mit so ein bisschen Lace und so ein ganz bisschen Strukturmuster. Und dieses Projekt, das wurde ja schon, ich weiß gar nicht, inzwischen über 11 oder 12.000 Mal gestrickt. Also wenn man bei Ravelry auf die Projektseite geht, dann kann man ja immer die Projekte sehen und das ist wirklich exorbitant. Ich habe schon viele Monate damit geliebäugelt, mir auch mal so einzustricken. Und jetzt war eben die Gelegenheit gekommen, vielleicht mit anzunadeln. Und das hier sind die Garne, die ich dafür so gerne verwenden möchte. Falls ihr euch erinnert, habe ich ja mal ein Färbevideo gemacht und wollte so gerne den Susurrus-Sweater von Jorge Locatelli stricken. Fand ich auch so schön.
Und habe ich auch bei Kiel geholt, auch mal live in Natura gesehen. Also das ist wirklich ein ganz wunderschönes Design. Ich war ja damals so ein bisschen inspiriert von der Zierkirsche, die bei uns da vor dem Haus immer so wunderschön blüht, und hatte mir dann eben diese Farbkombinationen zusammengestellt. Einmal mit Mohair und dann natürlich auch in dieser wunderschönen Merino-Variante. Hier habe ich es auch noch mal auf dem Strang. Ich hatte also noch nicht alles abgewickelt. Das ist so ein ganz, ganz zartes, ja, Altrosa, würde ich fast sagen. Und das Merino hat noch mal so einen richtig schönen, ja, Colourpop drin. Ist also nicht so ganz gleichmäßig. Und das wäre die perfekte Garnauswahl für den Ranunculus. Und ich würde ihn wahrscheinlich auch kurzärmlich arbeiten, höchstwahrscheinlich. Und auch ein bisschen cropped arbeiten. Denn ich habe da so ein wunderschönes Sommerkleid, zu dem der Ranunculus farblich wie von dem Blütenmuster her perfekt passen würde. Also das ist so mein Anspruch, da vielleicht auch mitzumachen. Höchstwahrscheinlich mit Anfang zu stricken, aber ich werde wahrscheinlich nicht in der Zeit fertig. Die beiden Damen geben natürlich auch ein Instagram Live am Donnerstag, wenn ich mich recht entsinne. Das ist der 26. Mai. Ich glaube, morgens gleich um 10 geht das Knit-Along los. Da quatschen die beiden dann sicherlich auch nochmal über technische Details zur Strickanleitung. Und dann können wir natürlich alle zusammen anstricken, wenn wir das möchten. Soweit ich mich erinnere, läuft der dann bis Juli. Ich weiß nicht, ob bis Anfang, Mitte oder Ende Juli, aber da könnt ihr auf jeden Fall nochmal bei Instagram vorbeischauen oder auch bei den beiden YouTube-Kanälen. Da haben die beiden auch schon ein paar Informationen gegeben. Also falls ihr da nochmal genau wissen möchtet, wie lange und wann und wo und was und wie, dann schaut da gerne nochmal rein. Und der zweite Knit-Along, der gar nicht mal so viel später startet, ich glaube am 28. Mai, ist der von der Rabea von Schwenrot Yarns und der Dreher von Punk Rock Unicorn Yarns. Und die beiden Damen wollen den Summer Sorrel zusammenstricken. Das ist ja dieser wunderschöne Rundpassenpullover, wo diese wunderschönen, ja, Streben, sag ich mal, rausgestrickt werden. Also richtig, richtig toll. Das ist die Kurzarm-Variante, gestrickt in einem Fingering Raid. Und auch schon als ich den normalen Sorrel damals gesehen habe, war ich ja schockverliebt und habe gedacht, boah, ist der toll. Und jetzt war eben die Gelegenheit, mal die Sommervariante zu machen. Und auch da bin ich mal in meinen Garnvorrat abgetaucht und habe die perfekte Fade-Variante für mich gefunden. Ja, das könnte also ein Sommersorrel werden, wenn ich dann die Zeit finden würde, das zu stricken. Ich habe hier, also das ist eine wilde Garnmischung, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wurscht. Ich habe hier ein Single-Garn von Life in the Long Grass. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wie diese Farbe heißt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es tut mir herzlich leid. Es ist ein wunderschönes Rosé mit ganz, ganz zarten Sprenkeln von Gelb und Lila drin. Also es ist ganz, ganz schön. Das ist also die erste Auswahl. Dann habe ich ein Kartinchengarn. Das ist eine normale Merino Fourply. Da weiß ich leider auch nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß nur, dass es wunderschön ist. Und es hat eben so einen ganz schönen dunklen Beige-Ton mit Grün drinne, mit Pink. Also es ist wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. Ein wunderschönes Garn. Und ich finde, ja, der Fade, der ist jetzt ein bisschen hart. Aber ich glaube, das könnte man vielleicht noch durch die Speckles so ein ganz kleines bisschen ausgleichen. Das ist also die mittlere Variante. Und dann habe ich noch ein Fourply Merino Garn von Rock the Wool. Da weiß ich aber ganz genau, dass das die Färbung Jakobsmuschel ist. Die hat mich damals einfach so angesprochen. Und das ist mir tatsächlich im Gedächtnis geblieben. Das ist dieses Garn. Also ganz, ganz schön. Richtig schön cremig, auch mit ganz zarten Rosatönen noch drin und braun und grün. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, wie man immer so schön sagt. Also der Fade, der könnte wirklich richtig gut werden. Und hier hätte ich dann nochmal so einen kleinen Colourpop drin. Ich würde dann auch in diese Variante stricken. Also das wäre die erste, die zweite und die dritte Farbe. Ja,
Und für beide Knittelongs könnte ich also ein bisschen Wollvorrat abbauen. Und das ist natürlich auch immer eine sehr schöne Sache, denn wenn ich ein Luxusproblem habe, dann ist es mein Wollvorrat, ganz klar. Ja, also der Summer Sorrel Knittelong startet, glaube ich, auch auf Instagram. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die beiden auch einen Anstrick machen. Ich könnte es mir aber fast vorstellen. Am 28. Mai, glaube ich, geht es los. Falls nicht, dann schreibe ich es euch natürlich wieder hier in den Bildschirm, damit ihr auch mit den richtigen Informationen versorgt werdet. Ansonsten packe ich euch alle Links zu den Instagram- und YouTube-Kanälen gerne nochmal unten in die Infobox. Also klickt da gerne mal rein und dann findet ihr auch den Weg zu den wunderschönen Knittelongs für den Ranunculus und den Sommersorel. Ja, und dann hat sich mein Wollvorrat aber natürlich auch in der letzten Zeit wieder etwas vermehrt auf dem einen oder anderen Weg. Und da schauen wir uns doch mal an, was neu dazugekommen ist. Ja, ich habe ja anfangs schon kurz erwähnt, dass ich bei meinem allerersten Wollfest war. Und ihr erinnert euch vielleicht ganz dunkel, jedenfalls die Damen und Herren, die mir bei Instagram folgen, dass ich gefragt habe, was ich denn so noch von Kiel geholt mitbringen soll. Und zwar, soll ich eine Podcast-Sequenz mitbringen oder einen Vlog? Und so viele Leute haben sich für einen Vlog ausgeschrieben. Aber ich muss jetzt wirklich mal ehrlich sein und sagen, ich habe nichts aufgenommen. Das war also ein Epic Fail bei Kiel geholt. Ich hatte mir meine Kamera mitgenommen. Ich hatte mir ein Konzept überlegt, wie ich euch das schön zeigen wollte. Aber letztendlich war ich so überwältigt von all den Dingen, die da passiert sind, dass ich entschieden habe, nee, du musst jetzt dieses allererste Wollfest wirklich mal ganz bewusst wahrnehmen und nicht durch eine Linse oder überlegen, welche Shots schön aussehen könnten oder so. Und von daher hoffe ich sehr, dass ihr mir es verzeihen mögt, dass ich nicht einen Schnipsel Kiel geholt, aufgenommen und mitgebracht habe. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber das war so wirklich das allererste Wollfest, das ich jemals erlebt habe und es war mir dann doch ein bisschen wichtiger, das so ganz bewusst mal wahrzunehmen. Das war das Erste und das Zweite war, dass ich so vielen Leuten von euch begegnet bin. Wahnsinn! Also ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Also ich bin immer 2 Meter gegangen und dann, hallo Sarah, und wieder 2 Meter, hallo Sarah. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also klar, ich habe mich schon so ein bisschen darauf vorbereitet, ein paar Leute zu sehen, die mich vielleicht kennen. Aber dass das solche Ausmaße angenommen hat, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, was ich eigentlich tatsächlich für eine Wirkung habe und für eine Reichweite. Denn ich sitze ja immer nur hier in meiner Hobby-Ecke mit meiner Kamera und führe Selbstgespräche. Und jetzt aber wirklich mal so ganz, ganz viele Leute zu sehen, die den Podcast schauen, die sagen, dass sie so viel aus meinen Videos mitnehmen, dass sie zum Teil Medizin für sie sind und eine Auszeit und so ein bisschen Therapie und Pause von der Realität. Das habt ihr mir alle sehr, sehr deutlich zurückgespiegelt und ich war wirklich überwältigt von dem positiven Feedback von euch. Und ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie viele Leute ich bei Kiel geholt getroffen habe. Und das war einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl und hat mir auch noch mal so ein bisschen bewusst gemacht, hey, das, was du hier machst, das bleibt nicht nur in deiner Hobby-Ecke, sondern das geht wirklich raus. Das kommt bei den Leuten an und das hat eine gute und eine positive Wirkung und ich wollte mich einfach nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich alle angesprochen habt. Das hat mich überhaupt nicht gestört, auch wenn viele gesagt haben, oh ja, ich will dich nicht aufhalten, aber das macht ihr nicht. Also wenn ihr mich mal irgendwo in freier Wildbahn seht, dann sprecht mich gerne an. Habt keine Angst, ich beiß euch auch nicht. Ich klaue euch höchstens einen schönen Strang Wolle, falls ihr einen in der Tasche habt. Nein, Spaß mache ich natürlich auch nicht. Aber es war wirklich ganz, ganz toll und vielen Dank, dass ihr Hallo gesagt habt. Und ich habe sogar auch ein paar Zuschauerinnen aus den Niederlanden getroffen. Ich grüße euch nochmal ganz herzlich. Schön, dass ihr auch Hallo gesagt habt. Und es ist wirklich schön, auch über die Grenzen hinaus eine Wirkung zu haben. Das freut mich wirklich sehr. Und ich freue mich auch, dass ihr immer wieder einschaltet und Spaß mit meinem Podcast habt.
Und neben den ganzen vielen Zuschauern habe ich natürlich auch ein paar Podcaster-Kolleginnen getroffen. Ich habe die wunderbare Heike Loloke von Mondlichtgarne getroffen. Ich grüße dich, Heike. Eigentlich hätte ich gerne mit dir irgendwo noch einen Kaffee getrunken und dann hätten wir noch zusammen stricken können. Also das war so das Gefühl, das ich hatte, als wir beide so nett geplauscht hatten. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal nachholen. Ich habe Kirstin von Quickstrick getroffen und ihre Mama. Und die beiden, die sind so lieb, so freundlich, so liebevoll. Ich habe mich wirklich richtig wohl gefühlt bei euch am Stand und ich habe ja auch eine kleine Sache bei euch ergattern können, die zeige ich euch dann noch gleich. Ich habe die Elke von Bohaian so aus dem Augenwinkel gesehen, da war ja richtig die Hölle los, also da war hoffentlich ordentlich gut Umsatz. Und ich habe aus dem anderen Augenwinkel Anike gesehen mit ihrem Pearl & Knit Stand, der natürlich geleuchtet hat, voll wunderschön gefärbter Garne und noch ganz, ganz viele andere. Es waren so viele Aussteller da. Ich habe Herzfasern gesehen, ich habe die Webetante gesehen, Westfalenwolle, ich habe versponnenes Garn gesehen, ich habe bunt gefärbte Wollstränge gesehen. Es war wirklich überwältigend und dieser Kontrast zwischen diesen bunten und feinen Fasern und diesem Industriescharm, das war wirklich der absolute Knaller. Und wenn ihr unbedingt noch Bilder dazu sehen wollt, dann rate ich euch, geht zu dem YouTube-Kanal von Quickstrick oder zu dem YouTube-Kanal von Anike von Pearl & Knit. Die beiden, die haben wirklich viel, viel gefilmt. Ansonsten könnt ihr auch noch mal zu Instagram wechseln. Ich glaube, Elke von Bohaians hat auch das ein oder andere Insta-Reel gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte natürlich auch meinen lieben Henrik mit im Schlepptau und der hat sich als Ingenieur natürlich nicht so sehr für die Garne begeistern können, obwohl er auch gestaunt hat, welche Vielfalt es gibt und wie kreativ die ganzen Leute so mit Farben und Fasern umgehen. Aber der hat sich dann auch so ein bisschen mehr für die Technik interessiert und hat sich dann die ganzen alten Pumpen angeguckt und die Motoren und die Gebläse und was nicht alles. Und am Freitagabend, wir sind ja mit dem Camper hingefahren, am Freitagabend musste ich dann mit ihm noch auf diesen alten letzten hohen Hochofen kraxeln und ich habe eine Wahnsinnshöhenangst und ich habe Angst vor Rohren. Es klingt verrückt, so Fun Fact über Sarah van Draat hier an dieser Stelle. Also ich habe echt Bammel vor Höhe und vor Rohren. Und beides gibt es genug auf diesem Hochofen. Also ich musste mich wirklich zusammenreißen, dass ich da keine Panikattacke kriege. Das ist wirklich ganz schlimm. Und man muss dann auch außen tatsächlich hergehen und damit man ganz nach oben kommt auf diesen Hochofen. Und das war der Horror. Ich habe Henriks Hand zusammengequetscht und habe dann immer schön nach oben geguckt. Aber ich habe mich dann doch aufgetraut. Ja, zum Glück habe ich es dann wieder heil von diesem Hochofen runter geschafft. Aber ich kann euch sagen, ich war ganz schön geschafft danach und war aber froh, dass ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Ich habe es Henrik zuliebe getan, aber nicht aus Freude. Was ich aber aus Freude getan habe, ist ein bisschen geshoppt bei Kiel geholt. Ich wollte ja eigentlich nicht viel shoppen und ganz, ganz viele von mir haben auch gesagt, ja, ich will eigentlich gar keine Wolle kaufen. Ich wollte nur mal nach Accessoires gucken. Und als ich dann die eine oder die andere gefragt hatte, und was hast du schon ergattert? Ja, ich habe doch Wolle gekauft. Und so ging es mir letztendlich auch. Und ich habe auch ein bisschen Wolle geshoppt. Und ich habe mich für was richtig Verrücktes entschieden. Und zwar habe ich zuletzt mal bei La Bien Aimée wieder so ein bisschen gestöbert. Und die hat ja so ein wunderschönes Bousselet-Garn rausgebracht. Aber 50 Gramm und 35 Euro dafür auszugeben, nein, das war mir einfach viel, viel zu teuer. Ich glaube schon, dass das ein hochwertiges Garn ist, aber nee, war mir einfach zu viel. Und deswegen war ich umso entzückter, als ich bei Involviert war, bei Randy Hörner. Und da habe ich mir so ein richtig knalliges Bousselet-Garn gekauft. Also ich wäre niemals im Leben auf die Idee gekommen, mal mit Bousselet zu stricken. Aber ich konnte nicht an dieser Farbe vorbeigehen. Und zwar handelt es sich um ein Alpaka-Bousselet. Fantasia 120 heißt die Garnqualität in der Farbe Sakura, also die Kirschblüte. Ist wirklich wunderschön und ganz flauschig. Also wirklich, das ist ein Traum in Flausch.
Ja, bei den Buslegern handelt es sich ja immer so um einen so recht relativ dünnen Faden, wo ganz, ganz viele Löckchen eingezwirnt sind. Und zwar haben wir hier bei der Fantasia 120 89% Alpaka und 11% Polyamid. Bei 250 Meter auf 50 Gramm eignet sich sehr gut für eine Nadelstärke 4 bis 5 Millimeter. Und ich habe mir 4 Stränge davon gekauft, denn ich hatte ein ganz spezielles Projekt im Sinn, das ich daraus machen wollte. Also schaut euch das mal an. Die Farben, die sind nicht ganz so out of character. Ihr wisst ja, dass ich auch gerne mal so ein bisschen rosa trage und auch so knalligere Farben. Ich konnte da einfach nicht dran vorbei. Und ich wollte auch gerne mal mit einem ganz neuen Garn stricken. Also ich bin ja auch immer gewillt, neue Garnqualitäten auszuprobieren. Und ich hatte da so ein Projekt im Sinn. Und da ist auch eine Dame bei Kiel geholt rumgelaufen, die dieses Projekt schon anhatte. Auch in so einer knalligen Farbe. Aber ich glaube, das war eher so ein Brushed Suri, was ich so aus der Entfernung gesehen habe. Aber ich glaube, das Bousselet wird sich auch ganz wunderbar eignen. Und es ist nichts Geringeres als ein weiteres Petit-Knit-Projekt, und zwar die Cumulus-Bluse. Ja, das ist ja eine Raglan-Bluse mit so einem leicht abgerundeten V-Ausschnitt mit langen Ärmeln. Und das Teil, das musste ich natürlich schon auf dem Rückweg von Kiel geholt anschlagen. Das habe ich dann in der Mittagspause quasi gewickelt im Camper und habe dann schon mal auf dem Heimweg angeschlagen, und ich war mir erst wirklich überhaupt nicht sicher, ob das das ist, was ich wirklich möchte, ob ich das dann tragen werde, weil das ist wirklich super flauschig, federleicht, aber super flauschig. Und ich dachte mir doch, das wirst du auf jeden Fall tragen. Das ist sowas Verrücktes und das passt zu einer Jeans oder zu einer einfarbigen Stoffhose, und man ist einfach immer schick, glaube ich, angezogen. Und dadurch, dass das Projekt ja relativ schlicht ist, da sind keine Lochmuster drin, keine Strukturmuster oder ähnliches. Es ist wirklich nur so ein ganz karo-einfacher Raglan, sage ich jetzt mal, mit einem schönen Halsausschnitt. Da wird das Bousselet-Garn, glaube ich, richtig schön drin zur Geltung kommen. Und wie ihr sehen könnt, macht das schon so einen richtig schönen Flausch. Und ich war mir erst nicht so sicher, aber die Trends, die gab es ja schon früher und die kommen ja alle wieder zurück, genauso wie es mal mit dem Mohair so gewesen ist. So wird es jetzt, habe ich irgendwie so im Gefühl, auch mit dem Bousselet sein. Ich finde es wirklich witzig. Die Farbe steht mir mal wieder richtig gut, sonst hätte ich sie ja auch nicht ausgesucht, nicht wahr? Also, ich bin immer Creature of Habit. Also, ich komme aus meinen Gewohnheiten einfach nicht raus, und ist ja auch gut so, weil soll ja nachher auch ordentlich aussehen, nicht wahr? Ja, also. Es ist wirklich super flauschig und ich glaube, der wird auch ganz gut warm halten und macht einfach gute Laune, egal ob im Herbst oder im Frühling. Ich finde, dadurch, dass hier auch so viel Orangetöne drin sind, kann man es ganz gut mit Braun kombinieren. Die kalten Rosatöne und Beigetöne, die hier immer noch so durchscheinen, die kann man natürlich auch im Frühling dann wieder ganz gut mit frischen Farben kombinieren. Also von daher dachte ich, das ist ein Teil, was man wirklich gut im Übergang tragen kann, egal ob zum Herbst hin oder zum Frühling. Das war jetzt so mein Gedankenspiel. Und das wird dann meine Cumulus-Bluse von Petit Knit in diesem wunderschönen Bousselet-Garn von Involviert. Bin nicht gesponsert, ich sage es nochmal an dieser Stelle. Ich finde es einfach nur so wunderschön. Und sie hat auch noch ganz tolle gedeckte Farben auch gehabt. Aber wie gesagt, ich wollte auch mal was Knalliges zwischendurch. Ihr habt da jetzt schon ganz viel diese Beige-Töne gesehen oder dieses wunderschöne Blau. Und jetzt kommt halt noch mal eine Knallerfarbe dazu. Ich finde, irgendwie ist das Leben zu kurz für Schwarz und Weiß. Also muss da auch mal ein bisschen Farbe her. Das war also die erste Ausbeute von Kiel geholt. Ich bin also doch artig geblieben. Das, was ich mir aber doch noch mitnehmen musste von Kiel geholt, war ein kleines Accessoire, das ich bei Kirstin von Quickstrick geshoppt habe. Und zwar handelt es sich um diese süßen Maschenmarkierer, natürlich wieder in meiner Lieblingsfarbe. Hier sind jetzt nur 3 von diesen kleinen zu sehen und der große hier oben. Es gibt noch einen vierten kleinen, aber der ist schon in Benutzung an einem Projekt. Und hier könnt ihr noch mal den großen sehen. Also es ist wirklich
richtig schick. Sie hat auch noch ganz viele andere Farben gehabt, aber ich habe mich natürlich für meine Lieblingsvariante entschieden. Hier sind so ein paar verschiedene Blautöne drin und auch ein paar Grüntöne. Ihr könnt das vielleicht noch mal sehen. Also wunderschön. Ich bin sehr froh, dass ich die mitgenommen habe. Ja, und das war so meine Ausbeute von Kiel geholt. Ja, das war also eine richtig aufregende Geschichte und am Wochenende vorher gab es noch eine andere aufregende Geschichte und falls ihr das letzte Video hier auf dem Kanal gesehen habt, dann habt ihr schon das Making-of zu Art van Draat gesehen. Das ist ja das kleine Label, das ich gegründet habe, erstmal nur so zum Ausprobieren. Und ich habe ja am 8. Mai, an Muttertag, meine allerersten Taschen online gestellt. Und ich dachte, dass ich euch heute noch ein bisschen was zeigen könnte, aber weit gefehlt. Ich war total platt. Ich habe noch ganz viel vorbereitet, bevor der Launch tatsächlich dann stattgefunden hatte um 15 Uhr. Ich habe noch Grußkarten vorbereitet, mein Verpackungsmaterial sortiert. Und dann war es soweit. Ja, als ich dann mit den Vorbereitungen fertig war, habe ich dann Hendrik hergeholt und gesagt, du musst den Knopf drücken, du musst auf Online stellen klicken. Ich kann das nicht alleine, du musst jetzt hier mitmachen. Und dann haben wir beide um 15 Uhr vor dem Rechner gesessen und haben auf alle aktivieren geklickt. Und da habe ich gedacht, komm, wir ziehen uns jetzt schnell die Schuhe an und fahren mit dem Fahrrad in die Stadt und gehen Eis essen. Ich lade dich ein. Ich bin jetzt hier zu aufgeregt, ich kann jetzt nicht vor dem Rechner sitzen, ich muss jetzt weg und dann gucken wir nachher einfach mal, vielleicht sind da ja schon die ein oder anderen Taschen verkauft. So, das war der Plan. Und tatsächlich, ehrlich war, wir sind noch nicht mal dazu gekommen, die Räder aus dem Keller zu holen und uns die Helme aufzusetzen und dann waren irgendwie schon alle Taschen verkauft. Innerhalb von 7 Minuten waren alle Taschen weg und ich war einfach nur platt. Ich dachte, was ist jetzt hier passiert? 7 Minuten und der Shop ist leer. Also ich war richtig platt. Ich kam irgendwie nicht mehr zurecht. Und Hendrik sagte nur, komm, mach den Rechner jetzt aus. Wir machen jetzt eine Fahrradtour und dann gucken wir nachher in Ruhe nochmal, was da passiert ist. Ich hatte echt zwischendurch schon Angst, dass Etsy irgendwas mit meinem Shop gemacht hat und dass das alles gar nicht stimmen kann, weil so schnell können die Sachen doch gar nicht weg sein. Aber es waren wirklich echte Verkäufe und alle Taschen waren weg. Wahnsinn. Auch da kann ich wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und für euer Vertrauen. Es war wirklich ein abgefahrener Sonntag tatsächlich. Ich habe dann nach der Fahrradtour bin ich dann wieder an meinen Rechner gegangen und habe geguckt, ob das wirklich alles so stimmt und ob das echt alles Verkäufe sind. Und ich dachte, es dauert vielleicht 2, 3 Wochen, bis die alle weg sind, aber die waren wirklich auf einen Schwung weg und plötzlich musste ich 16 Pakete packen und habe natürlich damit auch sofort angefangen, denn ich weiß natürlich, wenn ich mir irgendwo was Tolles kaufe, dann möchte ich es ganz, ganz, ganz schnell haben. Ja, also nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die
das Shop-Update geshoppt haben und eine Tasche oder zwei oder drei ergattern konnten. Und auch noch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für alle eure lieben aufbauenden Kommentare zu dem Making-of. Da bin ich ja offen wie nie und habe über die Zweifel und Selbstsabotage gesprochen, die mich ja auf dem Weg zu dem Shop begleitet haben. Es war einfach eine ganz wunderbare Bestätigung, dass ihr meine Arbeit wertschätzt. Und das ist ja auch nicht immer so gegeben, denn Handarbeit kostet nun mal mehr als so ein Teil, was in Masse produziert werden kann. Aber das hat euch irgendwie trotzdem nicht zurückgehalten, mich da zu unterstützen. Man darf aber auch natürlich nicht unterschätzen, was dann noch alles so an Nachbereitung zu tun ist. Also mal ganz abgesehen von dem ganzen Versand, die Buchhaltung und so, also das ist ja ein Riesenaufwand. Man denkt sich vielleicht so initial immer, ach, ich nehme mal ein paar Taschen und dann verkaufe ich die in meinem kleinen Etsy-Shop und das wird schon nicht viel sein. Aber das ist wirklich doch auch eine ganze Menge, die man auch für die Steuer und so nachbereiten muss und Rechnungen schreiben. Und ich musste natürlich noch die ein oder andere Kinderkrankheit in meinem kleinen Etsy-Shop, ja, beseitigen. Und ich habe aber auch wirklich viel gelernt fürs nächste Mal, dass ich ein paar Sachen anders machen möchte. Und ja, so lernt man halt mit jedem Schritt, den man macht. Ja, aber nichtsdestotrotz hat mir das erste Shop-Update richtig Spaß gemacht. Und ich hatte zwar eine ganz, ganz große Menge zu versenden, das habe ich aber auch gerne gemacht. Und es hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Und das nächste große Shop-Update wird es wahrscheinlich erst im Juli, August geben. Ich habe aber für den Juni noch so ein ganz kleines Mini-English-Paper-Piecing-Taschen-Shop-Update geplant. Also seid da auf jeden Fall auf der Hut, falls ihr da so ein kleines Täschlein ergattern möchtet. Ich habe gerade schon gesagt, das nächste Update kommt erst im Juli oder sogar erst im August. Das liegt daran, dass Hendrik und ich endlich heiraten. Hurra! Wir haben unsere Hochzeit jetzt dreimal geplant aufgrund des bösen Cs. Und jetzt ist es aber endlich soweit. Es findet alles statt. Die Gäste sind eingeladen. Das Aufgebot ist bestellt und es kann jetzt endlich losgehen. Wir haben unsere Hochzeitsoutfits bestimmt schon seit 2 Jahren im Schrank hängen. Und jetzt können wir es endlich tragen. Wir haben auch wieder angefangen, tanzen zu gehen. Also nicht nur speziell für die Hochzeit, aber auch so, weil es einfach unheimlich Spaß macht. Und haben jetzt auch nochmal den langsamen Walzer extra geübt und noch ein paar Figuren dazu gelernt, dass das dann nachher auch ganz hübsch wird. Aber das bedeutet eben auch, dass wir direkt danach auf große Campertour gehen. Wir haben uns 4 Wochen tatsächlich freigenommen, also einen ganzen Monat. Und wollen dann gerne so ein bisschen durch Frankreich, durch die Schweiz, durch Italien bis nach Korsika und wieder zurück. Und da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Die Campingplätze, also manche sind schon gebucht. Und ich überlege mir, ob ich da vielleicht auch das ein oder andere für euch mitnehme, aber ich merke auch, dass ich auch mal so eine kleine Pause von der kreativen Arbeit brauche, gerade auch so, was das Podcasten angeht, was das Stricken angeht. Ich brauche, glaube ich, mal so einen kleinen Refresh und stricke vielleicht nicht ganz so viel, nähe vielleicht nicht ganz so viel, damit ich dann nachher für die nächste Phase, für die Herbstphase, wenn das Stricken dann wieder so richtig an Fahrt aufnimmt, auch wieder Energie habe und Lust habe, schöne Videos für euch zu machen. Und das brauche ich einfach auch mal. Das ist, denke ich, auch eine Sache der Nachhaltigkeit, denn ich möchte auf jeden Fall diese Videos weiter für euch produzieren. Es macht mir auch einfach unheimlich Spaß, so kreativ zu sein. Aber das macht natürlich auch am meisten Spaß, wenn man gute Ideen hat, wenn man schöne Bilder einfängt. Und da brauche ich jetzt einfach nochmal so eine kleine Pause. Und deswegen wird es bei Sarah van Draat und bei Art van Draat eine Sommerpause geben, in der wir hoffentlich ganz viele wunderschöne Eindrücke außerhalb der Hobby-Ecke sammeln können und einfach eine schöne Zeit zusammen haben, mal so eine richtig große Campertour machen und die Seele baumeln lassen und auch einfach jetzt den Beginn eines neuen gemeinsamen, ja sowieso, Lebensabschnitts feiern können.
So, und nun habe ich euch schon ganz viel vom Urlaub erzählt und dass ich eine kleine Strickpause eventuell machen möchte. Und ja, da muss man sich natürlich auch mit anderen Sachen beschäftigen, wenn man nicht gerade im Mittelmeer schwimmt oder eine Fahrradtour macht oder einfach lecker was essen geht oder was Leckeres trinkt. Da braucht man auch mal so ein bisschen Unterhaltung anderer Art. Und dafür habe ich mir hier schon meine Bücher zurechtgelegt, die ich euch jetzt noch mal zeigen möchte. Das sind so ganz, ganz nette kleine Schmöker, die man, glaube ich, ganz gut mal im Urlaub weglesen kann. Eins von den Büchern habe ich schon angefangen. Das ist nämlich der Buchspazierer. Eine Geschichte von Carsten Henn. Da geht es um einen Mann. Einen alten Buchhändler, Karl Kollhoff heißt er, der die bestellten Bücher der Kunden zu Fuß und persönlich zu ihnen nach Hause bringt. Und eines Tages kriegt er Gesellschaft von einem kleinen Mädchen, das ihr hier vorne auch auf dem Cover sehen könnt. Und dieses Mädchen bringt seine Buchaustrageroutine quasi ordentlich durcheinander und zwingt ihn natürlich auch so ein bisschen sein Denken zu verändern, sein Handeln zu verändern und damit letztlich auch das Leben seiner Kunden zu verändern, zum Positiven hin. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz süße Geschichte. Das ist auch wirklich überhaupt kein dickes Buch. Das hat man super schnell weggelesen. Und das ist jetzt auch relativ großzügig bedruckt, würde ich mal sagen. Dass man das wirklich super, super schnell weglesen kann. Es ist wirklich eine ganz süße, herzerwärmende Geschichte, die aber auch ein bisschen Tiefgang hat und auch so ein bisschen ja, die Literatur und die literarischen Helden feiert und die auch so ein bisschen ja, mit in das Rampenlicht stellt. Das ist also der Buchspazierer von Carsten Henn. Meine erste Empfehlung an euch. Das nächste Buch, was ich noch gerne lesen möchte, vielleicht im Sommerurlaub, was ich euch auch noch mal vorstellen möchte, ist Satoru und das Geheimnis des Glücks. Reisebericht einer Katze. So sieht das Cover von meinem Buch aus. Geschrieben von Hiro Arikawa. In diesem Buch wird eben eine Reise beschrieben, die Satoru mit seinem alten Kater Nana macht, aus der Perspektive des Katers. Und zwar besucht Satoru in Japan nochmal alle seine Weggefährten, die er so im Leben kennengelernt hat. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und auch mal so ganz ungewöhnlich. Aus der Perspektive einer Katze wird ein Reisebericht erzählt. Also die Idee alleine finde ich schon sehr originell. Und es geht sicherlich auch so ein bisschen um Vergebung, um vielleicht auch Abschied nehmen und so. Und ja, ich glaube, dass das wirklich eine ganz, ganz süße Geschichte ist. Das nächste Buch, was ich sehr spannend finde, ist von Taylor Jenkins Reid, Die sieben Männer der Evelyn Hugo. Und da geht es um eine Hollywood-Schauspielerin, um eine Hollywood-Legende, ich glaube fiktiv. Filmikone aus den 1950er, 1960er Jahren in Hollywood. Und die Dame, die jetzt schon das gesetztere Alter erreicht hat, wird von einer jungen Journalistin interviewt, die die Lebensgeschichte von dieser Filmikone schreiben möchte. Und außerdem hat die Journalistin aber irgendwie auch noch eine tiefere Verbindung zu dieser Schauspielerin, die dann in der Geschichte selbst im Verlauf des Buches erzählt wird. Also auch dieses Buch soll sehr anrührend sein, sehr viele Plot-Twists haben, also sehr unerwartete Wendungen, sehr spannend geschrieben sein. Und von daher bin ich da sehr gespannt und ich bin ja sowieso so ein Fan von alten Filmklassikern, von Grace Kelly-Filmen, von Filmen mit Audrey Hepburn oder mit Marilyn Monroe und so diese alten Schwarz-Weiß-Geschichten. Also ganz, 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 ganz großes Kino, finde ich. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie sich diese Geschichte hier erzählen wird. Die sieben Männer der Evelyn Hugo. Die Filmikone aus den goldenen Zeiten von Hollywood. Und dann habe ich noch eine ganz andere Geschichte. Da geht es auch so ein bisschen um Emanzipation und
thematisiert auch so ein bisschen das Patriarchat aus den 1960er Jahren. Und zwar geht es um Elizabeth Sott, die Chemie studiert hat und eigentlich gerne auch als Chemikerin arbeiten möchte und auch eine sehr fortschrittliche und ja, feministische Frau ist, aber eben in einem Metier arbeitet, das zu der Zeit, zu der sie dieses Metier betritt, noch sehr männerdominiert ist und dann eben nicht als Chemikerin arbeiten kann und dann eben so einen ganz konservativen Weg einschlägt und zwar in einer TV-Kochshow Essen um 6 moderiert. Und hier steht noch, doch auch hier hat sie ihren eigenen Kopf, denn für sie ist Kochen Chemie und Chemie bedeutet Veränderung der Zustände. Und ich glaube, dass eben dieser letzte Nebensatz und Chemie bedeutet Veränderung der Zustände eben nicht nur auf die molekulare Veränderung beim Kochen besteht, sondern eben auch in der Denkweise der Frauen, in der Denkweise der Männer schon Richtung hin Emanzipation. Und darum geht es eben in diesem Buch, eine Frage der Chemie. Also da wird eben eine ganz starke Protagonistin beschrieben, die ihrer Zeit voraus ist und wie sie eben ihren Weg findet, ein selbstbestimmtes Leben zu führen in einer Zeit, wo Frauen diese Fähigkeit noch nicht so zugeschrieben wird. Also finde ich sehr spannend. Ich weiß noch nicht viel mehr als das über dieses Buch. Ich habe jetzt noch nicht so viele Rezensionen gelesen, aber ich finde das Thema einfach unglaublich spannend. Ja, meine Lieben, und das war mal wieder eine vollgepackte Folge. Ich hoffe, ihr seid noch bis zum Schluss geblieben. Vielleicht war ja das ein oder andere Projekt oder die ein oder andere Geschichte für euch dabei. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Restfrühling, einen wunderschönen Sommer. Ich denke, ich werde bei Instagram das ein oder andere posten zu unserem Urlaub. Also falls ihr mir da folgen wollt, dann klickt doch gerne mal in die Infobox. Da sind alle meine Social Media Links. Und dann ja, wünsche ich euch einen wunderbaren Sommer. Ich hoffe, ihr strickt euch auch ein paar schöne Sommerteile. Da gibt es ja auch kontroverseste Meinungen zu, aber ich bin jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, mit Leinen oder Baumwolle zu arbeiten. Und ansonsten bleibt mal schön gesund, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!